Herzlich willkommen in der Denkgarage. Ja, Garage und nicht Fabrik, denn wir sind noch klein. Und wer kennt sie nicht, die Menschen, die klein in der Garage angefangen haben und nun Großes bewirken. Heute dürfen Sie Zeuge sein, wenn es wieder darum geht, dass wir das neutrale, betreute Denken übernehmen. Wir, ein kleines Team von Experten, wissen nämlich ganz genau, was sie benötigen, was sie wollen und was ihnen gut tut. Unsere Einsichten sind selbstverständlich nur auf Ihr persönliches Wohl ausgerichtet. Wir sind die Experten aus der Denkgarage. Unsere Lösungen sind alternativlos und immer verhältnismäßig. Sowas wie Vergiftung bzw. eine Entgiftung, das sollte es anscheinend gar nicht geben. Und mit diesem Thema, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, begrüße ich Sie ganz herzlich hier in der Denkgarage, wo Sie auch gleich durch meine vier top auserlesensten Meinungsbildner die ehrlichsten Wahrheiten zu diesem Thema hören werden, aber auch mal endlich Schluss gemacht wird mit diesen unwahren Verschwörungssichtweisen. Meine vier Experten, die heute auch wieder da sind, sind zum einen der Dr. Med. Simon Feldhaus. Herzlich willkommen. Dankeschön, danke. Erich Meidert, unser Umweltexperte, der ärztliche Direktor aus Konstanz. Dankeschön. Herzlich willkommen, Dr. Kurt Mosetter und unser Professor Dr. Carsten Bartsch. Herzlich willkommen. Dieses Thema Detox hört man auch immer wieder um Vergiftungen und Entgiftungen. Wir müssen jetzt einfach mal kurz in die Klausur gehen zu diesem Thema und sind nach dem Intro für Sie sofort wieder da. So, da sind wir wieder. Auch diese Frage stelle ich immer zuerst natürlich Google. Und Google sagt vorweg, es ist aus medizinischer Sicht nicht notwendig, den Körper zu entgiften. Das kann der ganz alleine und hat dafür sogar mehrere Möglichkeiten. Die Nieren filtern unser Blut und befreien uns damit von sämtlichen Stoffwechselabfällen. Ja, was hältst denn du von Detox? Ist das ein reiner Mythos? Also, es gibt ja die Politik, die alles sehr schön dokumentiert. Und dann gab es eben gute Untersuchungen in Brüssel. Brüssel ist da sehr, sehr, sehr gut. Und dann hat man einige hundert und einige tausend und viele Substanzen, die man auch noch gar nicht so richtig gekannt hat. Aber eines ist sicher, der Homo sapiens ist so robust, dass man gesagt hat, dass er auch 30.000 Substanzen, die der Körper bisher nicht gekannt hat, der zwar bei Tieren Krebs erregt und bei Tieren sich schlecht auswirkt, bei Mensch sind aber die Langzeitwirkungen noch nicht nachgewiesen. Denn da bräuchte man nochmal einen Beobachtungszeitraum von 100 Millionen Jahre, zumindest 1 Million Jahr. Und deshalb ist das alles mal unbedenklich. Und da ist ein großes Gremium, das sind viele Wissenschaftler. Da gab es viele Studien auch von Coca-Cola, Monsanto und so weiter. Und ja, die haben gezeigt, das ist unbedenklich. Beste Adressen. Und genau, und deshalb wissen wir wirklich noch nicht, uns hat noch keiner wirklich gezeigt, dass jetzt so ein Gift wirklich Krebs macht. Uns hat auch keiner gezeigt, dass Quecksilber tatsächlich jetzt direkt verantwortlich ist für irgendeine Erkrankung im Hirn. Mhm. Und da muss man sagen, man weiß das noch nicht. Das müssen wir noch besser beobachten. Und die Politik hat da eigentlich klare Worte gesprochen. Und deshalb sagen viele Mamis und viele Papis und viele Leute, ja, wenn das so giftig wäre, dann wüsste man das doch. Und dann würde die Politik doch was tun. Ja. Und ja, wahrscheinlich wird sie dann was tun. Denn hier geht es um unser Leben, ums Leben von den Kindern und den Babys. Und dann würde die doch sicher was tun. Das ist doch nur eine Verschwörungstheorie, die gezielt von nicht wettbewerbsfähigen Unternehmen eigentlich gestreut worden. Ja, ja. Schaut es euch an. Ja, ein Nestlé, ja, ein Laden, der eigentlich pleite wäre. Ja. Was macht er? Er erzählt, trinkt unser Wasser. Das ist sauber. Ja. Das ist viel sauberer als das Wasser, was bei euch aus der Wand, aus dem Wasserhahn kommt und solche Geschichten. Man argumentiert mit solchen absonderlichen Verunreinigungen, Vergiftungspotenzialen und so weiter. Es ist alles nur ganz weit hergeholt und die wirklich guten Adressen, Monsanto, Coca-Cola und so weiter, wirklich die profitablen Weltunternehmen, ja, die zeigen uns doch durch ihre Studien immer wieder, wie es geht. Und ich glaube, da muss man einfach mal ein bisschen offener sein, mehr Studien lesen und die Studien auch verstehen. Weißt du, etwas fehlt doch. Wir haben Grenzwerte.
Und die Grenzwerte sind ja so festgelegt, dass sie uns schützen. Ja, natürlich. Und von dem her, wieso dieses ganze Gespräch? Und die kommen vom Politiker. Und die wissen doch wirklich, was für uns gut ist. Ja, ja, also das ist so ein Grenzwert, ob der jetzt mal ein Faktor 10 oder 100 oder 200 erhöht ist. Das sind bei denen eine kleine Menge. Bei denen eine kleine das Menge spielen aber solche Faktoren noch keine so wichtige Rolle. Das ist jetzt eben der Unterschied. Und da sieht man eben, dass wir hier in der Schweiz immer ein Vorreiterland waren und sind. Weil hier in der Schweiz gibt es ein Bundesgerichtsurteil. Das ist bei uns die höchste juristische Instanz. Und dieses Bundesgerichtsurteil hat festgelegt, dass in der Schweiz gilt, Grenzwerte im medizinisch respektive Nahrungsbereich werden nicht durch wissenschaftlich-ärztliche Expertise festgelegt, sondern allein durch wirtschaftliche und soziale Verträglichkeit. Technische Machbarkeit. Und technische Machbarkeit. Das heißt, hier hat man endlich halt, und das ist, deswegen kann man ja so stolz auf dieses Land sein, hier haben die Politiker, weil sie ja eben nun mal ausgebildet sind, realisiert, dass es um das geht, nicht um diesen Unsinn mit der Wissenschaft. Deutschland hat sich jetzt gebessert, weil Herr Lauterbach hat eine Studie dazu gelesen und er hat auch gezeigt, das wissen wir aus den mRNA-Impfungen, heute kann man mit einer Beobachtungszeit von 6 Monaten sicher ausschließen, dass irgendeine Maßnahme Langzeitfolgen haben wird. Ja. Also ja. Wenn in 6 Monaten nichts passiert ist, wenn der Donner liegt, ist damit der Beweis erbracht, dass es keine Langzeitergebnisse gibt. Das hat man jetzt ja gesehen. Sehr lange genug. Ja, das gibt Studien, er hat sie gelesen und das war alles gut. Und das wird natürlich jetzt umgesetzt. Mhm. 6 Monate, das heißt, viele von uns haben 6 Monate schon irgendwas mal im Körper gehabt. Ja. Die müssten dann schon längst tot sein, sind sie aber nicht. Ja, also ist es bekannt, dass das hilft. Und wenn man jetzt guckt, was passiert, wenn man Silber im Wasser hat, es wachsen keine gefährlichen Bakterien. Mit Silber kann man Wasser desinfizieren und trinkbar machen. Mhm. Heißt, die Gefährdung, die uns durch Keime droht, ist damit aufgehoben. Ja. Also ist ja wohl logisch, wenn ich Silber im Körper habe, bin ich geschützt vor Viren, Bakterien und so. Und insofern habe ich natürlich noch einen positiven Teil. Wäre ja noch ziemlich dämlich, das zu entgiften. Also wenn ich jetzt Silber aus dem Körper wieder entferne. Und wo hat es in den Naturvölkern, die irgendwo im Urwald leben, seit wann entgiften die? Wo stellen die irgendwelche Trinkkuren oder irgend so ein Zeugs? Die müssen ja gar nicht entgiften, denen geht es ja gut. Nur uns gibt es Zivilisationskrankheiten. Wir entgiften, aber die nicht. Und deswegen ist alles gut. Ich finde das eine wunderbare Idee, dass man es endlich verstanden hat. Ja, ihr seht es ja viel zu kleinteilig. Du musst mir vorstellen, du hast die und die Stoffe, aber nichts ist so schön wie ein Cocktail. Ja. Ein Cocktail schmeckt so Calperini, aber es hält jetzt nur mit Schnaps. Aber wenn du viel zusammenmischst, diese x-tausend Stoffe, dann habe ich einen Cocktail. Ja. Hallo, da fühlt sich der Körper Bachanga. Geht's dahin? Ja. Herrlich. Nichts ist schöner wie ein Cocktail. Sorry, aber so ist es doch. Und dann lebst du und dann hast du Energie und kämpfst und machst und tust. Dann hast du gelebt. Also ich habe Google auch noch zu Detox gefragt und die schreiben da wieder, ich muss euch das vorlesen. Die Wissenschaft hat bisher weder Schlacken im Körper nachweisen noch einen Nutzen von Detox-Kuren belegen können. Ja, ja. Schreibt aber auch noch, Vorsicht bei der Verwendung von Detox. Eher gefährlich als sinnvoll. Ja. Nur mit ärztlicher Aufsicht. Ja, ja. Genau, drum. Darum wurde ja die Frau Lang jetzt, die Grüne, die ist also das Beispiel, dass es einfach keine Schlacken gibt. Oder früher der Herr Altmaier und so. Da siehst du mal, was das für Blödsinn ist. Schlacken gibt es einfach nicht. Also das sind einfach, das ist pure Energie, das sind Vorräte, aber es sind keine Schlacken. Wäre alles so schlecht, wäre die Lebenserwartung gar nicht so hoch. Das eben, meine ich doch. Da wollte ich gerade noch hin. Wir müssen das Ganze doch mal global betrachten. Ja? Wenn wir jetzt ohne Monsanto wären, jetzt stellt euch doch mal vor, wir jammern doch jetzt schon über steigende Getreidepreise. Warum? Ja. Weil Getreidemangel da ist. So, wenn wir jetzt alle diese segenhaften Errungenschaften nicht hätten, dann hätten wir doch noch weniger Nahrungsmittel. Die Nahrungsmittelknappheit wäre größer. Eine immer weiter wachsende Weltbevölkerung wäre überhaupt nicht mehr zu ernähren. Aber nein, es gibt immer wieder irgendwelche Miesepeter, die sagen, oh, das ist aber alles nicht gut, das ist alles eine Vergiftung oder Gifte, die wir den Menschen zu... Also, weißt du, was mich auch so nervt, ist dieses Geldmacherei. Ja. Da wird Spirulina, Chlorella, Zeolite, weiß Gott, was alles für verkauft. Und Zeolite, das Geld aus den Taschen der kleinen Menschen herausgezogen. Und man sieht ja, dass auch das Gift eigentlich gut kategorisiert ist. Ja. Die haben das gut gemacht, das mit den Nummern, mit den E's. Ja. Und damit ist alles auf dem Radar. Ja. Und da sieht man jetzt auch, das ist so günstig.
dass das eigentlich auch nicht sozusagen zu sehr ins Gewicht fallen soll. Ja. Und die ganzen Entgiftungsmittel, die sind ja eigentlich richtig teuer. Ja, aber, da, ja, aber da sind wir doch schon wieder bei dem Thema Eigenverantwortung. Ja. Jeder Verbraucher, es steht doch jedem frei zu beurteilen, was er denn essen möchte oder nicht. Er muss doch nur auf die Packung schauen und schon hat er doch dort alles aufgeführt an E's und so weiter, was dort alles drin ist. Und wenn er halt so dumm ist, das zu verstehen, ja, aber Entschuldigung, man kann die Wirtschaft doch bitte nicht für die Dummheit der Menschen verantwortlich machen. Das ist doch wirklich ein Schritt zu weit gegangen. Uns sind freie Entscheidungen. Auch hier haben wir den politischen am Oberhaupt, die sagen, das ist eine freie Entscheidung, steht alles drauf. Ja. Ja. Und die Interaktion von so verschiedenen E-Stoffen untereinander ist ja auch sehr gut dokumentiert, dass es das nicht zu weiteren unerwünschten Nebenwirkungen führt. E ist gut. E-Auto, also die ganzen E13, wo ich jetzt in Schweiz fahre, habe ich E13. Also wenn ich E lese, denke ich, super, ein Haufen E103, alles drin auf E. Ich weiß auch noch, Erik, also alles ist klar. Also alles, was mit E beginnt, ist überragend, Kinder. Nimm doch mal einen Apfel vom Baum. So einen richtigen Bio-Apfel von so einem Demeter-Bauern. Das sind so Leute, die das Gefühl haben, man muss das alles sauber machen. So, jetzt nehmen wir so einen Apfel, legen den hier hin. Nach 2 Tagen ist der anfänglich und wird vielleicht sogar schimmelig. Nehmen wir einen anderen schönen Hochglanz-Apfel, den man so in diesen Multiverteilern kriegt. Schön gewachsen. Ja, schön gewachsen und die sehen auch noch alle gleich aus. Ja. Wenn du den hinlegst, der ist nach 2 Wochen nicht befallen. Wie neu. Stabil. Und die Tomate auch. Die Tomate nach 4 Wochen Die bleibt stehen. Das hält viel besser. Ja. Diese Bio und Zeugs, das schimmelt, das ist schnell weg und so. Und das andere bleibt alles da. Und warum? Konservierungsmittel. Aber ich meine auch alle alles diese gut. Zusatzstoffe kommen ja auch aus der Natur. Das sind ja auch natürliche Stoffe. Am Ende schon, Die natürlichen Aromastoffe zum Beispiel. Ja, super. Was hält ihr denn eigentlich von den Thesen Vergiftung durch E-Smog zum Beispiel? Man redet immer von 5G. Ich weiß jetzt nur, der Schweizer Bundesrat hat das alles abgewunken. Das Thema ist vom Tisch. Es ist alles okay und alles legal. Sie haben nämlich auch Studien gelesen, wo dann ganz klar diese Unbedenklichkeit zeigen. Aber wie reagiert unser Körper darauf? Muss man da auch entschlacken? Oder? Es gibt so viele Leute mit Angst. Mhm. Und das ist eben so, wenn die zu viel lesen und zu viel wissen, dann kriege ich die Angst. Und das Problem sind gar nicht die E's oder das 5G, das ist die Angst dahinter. Ja. Und deshalb ist es sozusagen eher Psycho als Physik. Ja, da sind wir wieder bei unserem Thema. Es wird zu viele alternative Medienberichterstattungen geben. Und wenn wir nicht alle das Gleiche denken würden, also durch diese Vielfalt haben wir das Problem. Sonst hätten wir es ja gar nicht. Wüssten wir nichts über E-Nummern, würde es diese Sendung nicht geben, oder? Ja. Und alles, was mit E ist, haben wir gelernt, ist gut. Auch E-Smog. Ja, und die Kosten, das zu untersuchen, wäre ja exorbitant und die lange Beobachtungszeiträume, das würde eigentlich den Fortschritt hemmen. Das wäre eh nicht gut. Ja. Es würde Arbeitsplätze kosten. Ja. Der Wohlstand geht also im Bach ab und wie. Ja, ja. Also das ist alles andere als ökologisch, wenn man das so machen würde. Was soll denn passieren? Also ich meine, jetzt die Zukunft ist ja das E-Auto, wo uns von allen Problemen befreit. Das Schöne ist, ich sitze ja in dem Auto drin. Und kannst das auch heizen übrigens im E-Auto. Ein Käfig, schön warm. Weil es ist aus Metall. Und am Ende ist es ein sogenannter Faradayscher Käfig. Mhm. Der lässt eben nichts raus. Mhm. Und da es ja ein Elektroauto ist, ist Elektromotor, Ladezeugs, alles voller Bildschirme und alles nur noch Kabel und. Wenn ich das dann laufen lasse, dann bleibt es ja in diesem Käfig drin. Das heißt, ich sitze die ganze Zeit in diesem System drin. Mhm. Ja, das schützt mich. Und man sieht ja, dass da niemand, der diese Elektroauto fährt, hat irgendjemals ein Problem. Also das sieht man jetzt ja. Und deswegen ist es auch gut, dass der Benziner abgeschafft wird, dass es nur noch Elektroautos gibt. Ja. Der Strom, den die Elektroautos brauchen, kommt aus der Natur. Der ist gesund, der wird nur aus biologischen Quellen dargestellt. Also, wir heizen eigentlich nur noch in unserem Auto, weil da ist warm, muss ich nicht mehr. Aber nicht mehr als 19 Grad. Nein, Das macht das der Bundesrat noch nicht gesagt, dass ich im Auto nicht über 19 darf. Im Auto darfst du. Du kannst ja dann nachher die Wohnung zurückheizen. Das ist ja das, was im Winter passieren wird. Wir werden ja Strom rationieren. Natürlich nicht die Elektroautos. Also für die Elektroautos wird kein Strom rationiert, sonst könnten wir nicht fahren. Ja. Es werden ja immer mehr Elektroautos. Das heißt, das hat ja jetzt eine klare Logik bekommen. Mhm. Also Strom soll jetzt ein bisschen problematisch sein von der Menge her. Wir müssen sparen. Deswegen machen wir immer mehr Elektroautos, weil die muss ich dann aufladen. Und das geladene Elektroauto kann ich heizen, damit meine Wohnung zurückheizen.
Und damit muss ich natürlich weniger Strom brauchen, kann ja dann das Auto wieder laden, weil bei den Ladestationen für Elektroautos wird es natürlich keine Rationalisierung geben. Also Auto in die Garage, alle Fenster und Türen zu. Ich heize dann oder ich heize sogar rückwärts. Ich kann natürlich an meinen Elektroauto meinen Kühlschrank anschließen. Das heißt, wenn es wirklich zu einer Rationalisierung von Strom gibt, die Elektroautos nie, dann werde ich, das habe ich zu Hause schon alles organisiert, bei uns haben wir sowieso alles nur elektrisch, Elektro-Bobby-Cars und so, das ist klar. Und die Dinger werden natürlich dann zurück, wir haben Kabel gelegt vom Elektroauto hoch zum Kühlschrank, dass wenn der Strom rationalisiert wird, ich über das Elektroauto das alles machen kann. Das ist perfekt. Das ist absolut perfekt. Und ich kaufe ein Diesel. Das ist ja die legale Lösung. Ja, natürlich. Ein Tesla. Ja. Und das du musst es ja wieder ganzheitlich, ich als Naturexperte sage ganzheitlich, schau mal, in Afrika, in Kongo dürfen die Kinder mitarbeiten, du darfst die Erde schön aufgraben, das ist einfach ganzheitlich, wir müssen doch global denken und nicht so nur wir hier. Da alle dürfen teilhaben, das ist eh schön, also wunderbar. Das die Regie winkt schon wieder, die Zeit ist durch, meine lieben Freunde und Experten hier in der Runde. Wir stellen aber fest, so was wie Vergiftung gibt es nicht und eine Entgiftung ist wirklich nur das Geld aus der Tasche gezogen und sollten Sie es wirklich mal in Betracht ziehen und Ihren Arzt dazu nötigen, es mit Ihnen zu machen, zu begleiten, dann soll es halt nicht anders sein, dann tun Sie das, aber ansonsten sind alle Fakten klar und eindeutig auf dem Tisch und eine andere Sichtweise ist hier wirklich nicht mehr legitim. Bitte verbreiten Sie auch diese Sendung, ganz wichtig, an alle diese alternativen Mediziner, die hier immer noch eine andere Sichtweise darstellen und den Menschen so viele Sachen auf die Nase brummen. Zeigen Sie ihnen diese Sendung als Weiterbildung in der großen Hoffnung, dass wir dadurch das neutrale, betreute Denken ein bisschen mehr fördern dürfen. Und bitte, bevor Sie uns jetzt gleich mit E-Mails bombardieren, lesen Sie noch da, was da unten links während der ganzen Sendung gestanden hat. Und das war's für heute. Ich bedanke mich ganz herzlich, wünsche Ihnen alles Gute, bis ein anderes Mal. Auf Wiedersehen miteinander. Fremdstoffe und Zucker sind unsere Zukunft. Auf der Packung E, dann wird's besser gehen.